Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur theoretischen Informatik mit dem Lambda-Kalkül. Ja, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, waren die natürlichen Zahlen. Was ich euch diesmal zeigen möchte, ist nicht nur der Successor, sondern auch die Addition, die Multiplikation und das Potenzieren. Ja, ziemlich krasse Sache. Wir fangen mit dem einfachsten an, logischerweise, nämlich mit dem Addieren. Okay, also, wenn ich zwei Zahlen im Lambda-Kalkül addieren möchte, dann definiere ich mir erstmal meine Funktion plus. So, die nimmt zunächst einmal eine Zahl im Lambda-Kalkül, nämlich n am besten, und eine Zahl m, logischerweise. So, dann nimmt es wie immer den Parameter s für Successor und den Parameter z für Zero. Und was es macht, ist einfach mal m s angewendet auf nsz. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, was zur Hölle ist das? Diese Funktion addiert zwei Zahlen miteinander. Und ja, ich zeige es euch einfach mal, würde ich sagen. Also ich werde euch jetzt sicher nicht hier die Herleitung dafür zeigen. Ich glaube auch nicht, dass ihr daran irgendwie interessiert seid, was in eurer Klausur höchstwahrscheinlich drankommen wird. Ist, dass ihr dann hier zeigen könnt, dass zwei Zahlen addiert irgendwie eine andere Zahl ergeben. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal 2 plus 2 rechnen. 2 plus 2 sollte 4 ergeben. Das heißt, wir wissen 4, ich schreibe es hier gerade mal hin, 4 gleich Lambda S Punkt Lambda, Punkt Lambda Z S von S. Ups. Von SZ. So, 1, 2, 3, 4. So, das sollte 4 sein. Okay, also wissen wir, wir müssen jetzt hier einfach in dieses Plus reinstecken, plus 2, 2. Und das ist dasselbe wie wenn wir hier diese Plus-Formel hier kopieren und dann hinten dran diese zwei hier hängen. Und zwar zweimal. So. Und jetzt können wir reduzieren. So, jetzt sagen wir als allererstes mal, ich habe es falsch schon gemacht, das hier muss n sein, das hier muss m sein. Aber es sollte in unserem Fall, da die Addition, ja, da wir zwei Zahlen in beliebiger Reihenfolge addieren können, ist das ja eigentlich egal gewesen. Aber ist egal. Machen wir es so rum. Okay. Gut. Wir sagen hier als erstes mal, okay, Lambda n. Das ist der erste Parameter, den wir hier haben. So, und jetzt mache ich das Ganze ein bisschen flotter, dass ihr das auch schnell in der Klausur wisst, wie das funktioniert. Der erste Parameter hier, der gegeben ist, ist Lambda n. Das ist das hier. Der zweite ist Lambda m. Das ist der da hinten. Andersrum. Lambda n ist der hinterste, der hier. Lambda m ist der zweite von hinten, nämlich der hier. So, und jetzt setze ich die beiden ein für n hier und m hier. Okay, also der hinterste ist n. Das heißt, ich kopiere einfach mal den Teil. Ihr wisst, wenn man sowas reduziert, dann kann man die Lambdas vorne dran danach weglassen. So, und jetzt kopiere ich das hier. Das ist jetzt n. Das heißt, ich sage hier, okay, raus damit. Und das hier ist m. Das heißt, ich sage hier, das raus damit. Okay. So. Ja. Jetzt habe ich aus Versehen das hier mit kopiert. Das wollte ich eigentlich nicht. Die haben wir ja schon eingesetzt hier, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ein bisschen übersichtlicher ist es geworden. Jetzt haben wir hier Lambda S. Okay, Lambda S. Naja, gut. Schauen wir mal, wie weit gehen denn die Klammern hier. Okay, die hier geht hier, dann kommt S und dann kommt das hier. Wo sind wir? Das hier ist ein Parameter. Ich würde sagen, wir fangen innen drin an. Ich habe gerade keinen Bock, Klammern zu zählen. Okay, sagen wir, fangen wir da an.
Ja, wir müssen sogar hier anfangen, weil wir hier ja gar keine Klammer drumherum haben. Hier haben wir eine Klammer drumherum, die ich ja mitkopiert habe. Und deswegen ist das der nächste, den wir reduzieren wollen. Also setzen wir hier für dieses Lambda S dieses S hier ein. Also wir haben hier, nochmal ein bisschen deutlicher, hier haben wir leer. Hier haben wir einen Parameter, das ist S. Gut, dann kopiere ich mir den Teil hier jetzt mal. So. Und setze für dieses Lambda S das S hier ein. Naja gut, hier steht schon S, das heißt, hier mache ich einfach mal gar nichts, aber es ist das hier, das S. So, und für dieses Lambda Z hier setze ich diesen Teil hier ein. Das heißt, den kopiere ich mir, setze ihn für dieses Lambda Z hier ein. Also für dieses Z. So, und was ich jetzt hier machen möchte, es sieht ja immer noch relativ chaotisch aus, ist folgendes. Wir haben, ich zeige es euch gerade mal ein bisschen besser. Hier haben wir eine Funktionsanwendung. Hier sind ja immer noch die Klammern. Diese Klammer geht bis. Jetzt hat es mir die Klammern verhauen. Das ist die innere Klammer, die einfach nur SZ enthält. Und das hier ist die äußere Klammer, die hier das ganze Lambda enthält. Okay, so, hinter der Klammer steht dieses S und dieses Z. So, Lambda S, Punkt. Naja, gut, dann setzen wir wieder dieses S hier ein, weil das ist der erste Parameter hinter der Klammer für für diesen Term hier. Okay, also kopiere ich den ganzen Teil hier mal. So. Und habe jetzt hier stehen Lambda. Also jetzt möchte ich ja hier dieses Lambda S einsetzen. Nein. So. Nehmt dieses S und setzt es hier ein. Okay. Habe ich. Ah, und hier natürlich. Beides mal einsetzen, bitte. Aber da das beides mal S ist, ist das okay. So, und jetzt setze ich genauso dieses Z hier ein, denn das ist der nächste Parameter, der hier bei der Klammer ist. So. Und ja, jetzt habe ich hier einmal eine Klammer, wo ich nicht brauche. Und habe dann hier stehen SZ einmal, zweimal, dreimal, viermal angewendet. Und wie ihr wisst, ist das die Zahl 4. Und ich glaube, ich habe hier eine Klammer zu viel. Oder, ah ne, hier außenrum ist noch eine Klammer, die ich nicht unbedingt brauche. Aber ich lasse sie einfach mal stehen. So, so funktioniert die Addition. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch die Multiplikation und das Potenzieren mit euch machen sollte. Aber ja, ich glaube, ich mache daraus noch zwei weitere Videos. Das ist einfach jetzt zur Übung, dass ihr wisst, wie man die ganzen Sachen anwendet. Ja, probiert es ruhig auch mal aus, dass ihr das selbst hinkriegt. Das ist nicht ganz einfach, aber man kann es schaffen. Okay, dann bis zum nächsten Mal, wo wir es multiplizieren machen. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.